Hallo und herzlich willkommen auf unserem Videokanal. In diesem Video wollen wir euch zeigen, was eigentlich SynOCR ist. SynOCR ist eine native App für Synology und im Prinzip ein Zusatzpaket zur Installation. Was vor einigen Jahren als einfaches Skript begann, ist inzwischen eine Open-Source-Software, die mit vielen Funktionen erfordert. SynOCR führt eine OCR-Texterkennung direkt auf dem Synology NAS durch. Und dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein einfaches Bild handelt oder ein fertiges PDF-Dokument mit beinhaltetem Textlayer. Es kann der Textlayer weiterverwendet werden oder es wird ein neuer Textlayer erzeugt. Im darauffolgenden Prozess werden die Textlayer nach Datum und verschiedenen Texten durchsucht, die man frei wählen kann über eine YAML-Datei oder über einzelne Text. Nachdem die Dokumente umbenannt wurden, werden sie nach Kategorien, nach Datum oder Namen in die jeweiligen Ordner verschoben dieses vollautomatisch. Das wirklich Besondere an cr ist, dass man nicht an eine Datenbank oder einen Cloud gebunden ist. Die Daten verbleiben auf dem Server und können weiter bearbeitet werden. Weiterhin ist die Namensgebung der Dokumente frei wählbar. Das heißt, anhand von Text in den Dokumenten kann der Name selbst bestimmt werden und über eine YAML-Datei gesteuert werden. Und für die Bearbeitung und Erstellung der YAML-Datei gibt es inzwischen einen Editor, der dieses leicht gelingen lässt. Da Synodr eine Open-Source-Software ist, ist sie in der Zwischenzeit recht stark gewachsen und jeder User, der mag, kann sich natürlich einbringen. Dies kommt den Funktionen, die weiterhin zu erwähnen sind, natürlich zugute. Das sind unter anderem verschiedene Profile, in denen unterschiedliche YAML-Dateien angelegt werden können, natürlich mit verschiedenen Quellverzeichnissen, Zielverzeichnissen, Backup-Verzeichnissen und natürlich verschiedenen Logleveln für die einzelnen Profile. Weiterhin erwähnenswert sind die verschiedensten OCR-Optionen, Verwendung von Trennblättern, verschiedenste Datumsformate, Einstellungen zum Suchbereich und so weiter. All diese Optionen sind natürlich für jedes einzelne Profil verfügbar. Weitere Besonderheiten sind der Messenger-Dienst, der integriert ist, sodass man sich Nachrichten schicken lassen kann, die automatische Abarbeitung nach Zeitplan oder nach dem Eintreffen oder Ablegen neuer Dokumente und natürlich die Verwendung von regulären Ausdrücken für jedes Suchmuster in verschiedensten Varianten. Für den Start gibt es ein Wiki, in dem alle möglichen Informationen hinterlegt sind. Installationshinweise, die Befüllung der YAML-Dateien oder die Erstellung und Einstellung der Optionen. All dies kann man hier finden. Zum Schluss sei erwähnt, dass natürlich einige Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit SYN-OCR bei euch auf der SYN läuft. Dies ist unter anderem ein dockerfähiges NAS. Informationen hierzu kommt ihr in unserem Forum und natürlich im Wiki. Ich hoffe, wir haben euch ein wenig neugierig gemacht und ihr schaut bei uns vorbei. Bis demnächst. Ciao.